Tonnenschwere Container, dicke Taue und ein rauer Umgang unter Seemännern. Frauen scheinen nicht so recht in dieses klischeehafte Bild der Hafenarbeit zu passen. Zu Unrecht. Zwar war es ein weiter Weg vom leichten Mädchen bis zur Ingenieurin in der Schwerindustrie, doch heute arbeiten Frauen in allen Bereichen des Hamburger Hafens. Die Frauenfreiluftgalerie zeigt nun diese Entwicklung. Auf einer Strecke von über 2 Kilometern entlang der großen Elbstraße sind 15 Wandgemälde zu sehen, die die verschiedensten Berufe von Frauen im Hafen zeigen. Kann man den Blick am Elbufer einmal vom Hamburger Hafen abwenden, findet man an großer Elbstraße und Neumühlen die Gemälde der Frauenfreiluftgalerie. Wir sind republikweit die einzige Open-Air-Galerie, die sich zum Thema Frauen, Frauenarbeit und dann auch noch hafenbezogene Frauenarbeit Gedanken macht, geforscht hat. Immerhin gibt es uns schon seit über 18 Jahren und versucht, diese Entwicklung aus der Sozialgeschichte, aus der Berufsgeschichte her zu erforschen. In den Wandmalereien, die seit 1994 hier entstehen, ist dokumentiert, wie sich die Position der Frauen im Hafen gewandelt hat. Mitbegründerin Hildegund Schuster ist an den meisten Werken als Künstlerin beteiligt gewesen. Und auch das neueste Werk malt sie gemeinsam mit einer Künstlerin aus den USA. Wir haben diverse Flächen, die alle im selben Format sind, einmal 2 Meter, auf denen die Frauen gemalt sind, teilweise auch einige Landschaftssituationen, die den Hafen anbelangt. Und diese Formate sind eben gleich für Jeanette wie für mich. Jeanette hat im Hafen von New York recherchiert und geschaut. Wir haben hier in Hamburg geschaut. Und durch diese gleichmäßigen Formate entsteht eine Ruhe. Und das Quirlige, das sehr Unterschiedliche, das ist dann in jedem Bild einzeln zu sehen. Die 75-jährige New Yorker Künstlerin Janet Braun-Reinitz ist sehr erfahren, wenn es um Wandgemälde geht. Sie brachte zusätzlich zur Gender-Thematik auch die verschiedenen Ethnien im Hafen ins aktuelle Projekt ein. And I often paint people in unrealistic colors because then it takes all those questions out of the mix altogether. If everyone is orange, then everyone is orange. 22 Tage werkelten die zwei Künstlerinnen mindestens 10 Stunden pro Tag, um die 2 Wände rechts der Seemannsmission bis zur Vernissage fertig zu bemalen. Auch mit dem neuesten Werk der Frauenfreiluftgalerie wird auf die im Hafen arbeitenden Frauen aufmerksam gemacht. Alle reden vom Hafen, aber wenige wissen, wie es da aussieht. Und noch weniger wissen, wie eigentlich die Arbeit sich abspielt. Und dass da auch Frauen sind. Und dass diese Idee der Männerdomäne so langsam abschmilzt und verblasst. Das 15. Bild ist hier für die Galerie entstanden. Finden sich auch in Zukunft die nötigen finanziellen Mittel, so wächst die Galerie auch in den nächsten Jahren weiter.